Seid gegrüßt, liebe Freunde, und ein frohes neues Jahr. Hier ist der Flo und heute packen wir, wie versprochen, Invasion Vengeance, die Spezialedition, aus. Und das ist aber noch nicht alles, denn wir haben noch, beziehungsweise ich habe noch, zwei Packs für die Boosterbox geholt, weil die soll sich dann auch langsam mal füllen, damit wir das bald unboxen können. Und dann schauen wir mal rein. Wir hatten beim letzten Mal... Fokus geht wieder flöten. So, beim letzten Mal hatten wir ja zwei Destiny Soldiers reingepackt, damit sich das Ding halt ein bisschen füllt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dazu haben wir jetzt noch einmal Monster League 10 und Star Pack 11. Ich werde mal schauen, ob wir da noch ein paar andere dazu kriegen, damit das Ding auch tatsächlich voll wird. Denn die nächsten Sets kommen erst im Februar, glaube ich. Und das sind dann auch nur drei Stück, das heißt, es wären drei extra Booster und das wird nicht reichen. Das heißt, wir schauen einfach mal, was wir da noch reinpacken. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare und ich werde die Booster-Packs besorgen. Sofern sie nicht ganz so teuer sind, also Booster aus der ersten Edition wird ein bisschen hart. Aber jetzt ohne weiter zu labern, packen wir das Ding aus. Es sind wie immer zwei Special Cards dabei und eine dieser zwei Super Rare Special Cards aus Raging Tempest, was ja dann wohl das nächste Set sein dürfte. So, dann, oh, wie fett ist das denn? Auf geht Kuribo, das ist eine coole Karte. Ich liebe Kuribo-Karten und ich habe auch im Grunde so eine kleine Sammlung von denen und jetzt, ja, haben wir jetzt noch so ein mechanisches Kuribo dabei, beziehungsweise ist es ein Unterweltler. Falls diese Karte als Tribut angeboten wird, ziehe eine Karte. Falls ein Monster, das du kontrollierst, durch den Kampf zerstört würde, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Effekt, den man auch heutzutage noch anwenden kann. Je nach Deck ist das sogar fast schon Pflicht, die mit reinzunehmen, könnte man sagen. So, schauen wir rein, was unsere zweite Karte ist. Und das ist... Tristan Ryan. Gut, der Effekt ist jetzt ein bisschen länger, deswegen werde ich den jetzt nicht vorlesen, sonst würde das Video hier kein Ende finden. Es sind auf jeden Fall zwei ziemlich coole Super Rare Karten. Und dazu haben wir jetzt drei Booster nochmal von Invasion Vengeance. Und ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt auch nochmal eine Secret Rare Karte mit dabei haben. Und wir sind wieder beim Blumkatjan Ahorn. Stimmt, das war das Katjan-Set. So. Blumenkatjan, dann haben wir Polychemiewesen Hydragon, Raubpflanze Tintentau und als Rare-Karte 9 Säulen von Yang Xing. Und unsere Super-Rare-Karte ist Spioral Generalplan. Weiter geht's mit Künstlerkumpel Robinal, Haunter, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ich gehe mal davon aus, Haunter. Und dann noch Märchenschweif, Schläfer und Psyhüllen Multi-Threader. Ja, ich gehe mal davon aus, das wird es sein. So, wir packen unsere Rares einmal auf die Seite und machen wir mal was hier hin. Und die Super Rare Karte, der Spioral, kommt hier hin. Und unsere normalen Karten packen wir hier beiseite. Und weiter geht es zum nächsten Pack. In diesem Pack haben wir Doki Doki, Künstlerkumpel Kettengiraffe, Psy-Hüllenbeschleuniger, Paläozoischer Marella, oder Marella müsste es sein. Und dann haben wir Raubpflanze, Fliegenfalle, ich glaube, die hatten wir auch im letzten Set noch nicht gehabt, das ist auf jeden Fall eine schöne Karte. Und wir haben eine Ultra Rare mit dabei, nice, Christron Quandrax, oder Quandax. So, auf jeden Fall schick, sieht gut aus, jetzt ist nur noch die Frage, wie kann man sie anwenden? Ich habe sie bis jetzt noch nicht ein einziges Mal irgendwo in einem Deck gesehen, das müsste man mal herausfinden. Und weiter geht es mit Chemiewesen Oxyox, Kristologisches Potenzial und Haunter.
Ja, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, denn in drei Boostern eine Ultra Rare mit drin zu haben, das ist schon nicht schlecht. So, und wenn jetzt noch die Secret Rare dabei wäre, dann wäre das optimal. Dann wäre das das beste Special Set, das ich jemals geunboxt habe. So, Christron Präsiöte Blumenstapeln Quarantäne. Dann Ende der Kliebe. Kliebe? Jesus Christ, wie soll man das bitte schön aussprechen? Ende der Kliebe. Ist auch völlig wurscht. Wir haben auf jeden Fall dann als Super Rare Synchro des Königs. Oh, Moment, habe ich jetzt die Rare weggelegt? Oh, das habe ich ganz vergessen. So, erstmal legen wir die Rare hier hin und die Super Rare hier hin. Dann geht es weiter mit Künstlerkumpel Robbenaal, Blumenkatjan, Klee mit Wildschwein, Aroma, Seraphie, Engelwurz und Doppel-Cypher. So, jetzt noch schnell die Rare-Karte hier rausnehmen. Die kommt hier hin. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon durch. War auf jeden Fall sehr erfolgreich. Jetzt nochmal ganz schnell durch, was wir gezogen haben. So, Raubpflanze, Fliegenfalle, Ende der Kliebe und 9 Säulen von Yang Xing als Rare-Karten. Als Super-Rare-Karten haben wir die Synchro des Königs, Spioral, Generalplan, auf G-Kuribo als Spezialkarte und Christron Ryan auch als Spezialkarte. Und dazu haben wir noch einen Christron Quandrax als Ultra-Rare-Karte. Auf jeden Fall ein sehr netter Pull. So, dann sind wir mit dem Video durch und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst einen Like da, abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!